Weihnachten kann man nicht machen. Weihnachten geschieht und wird und ist. Weihnachten, das ist das Geschenk Gottes an uns Menschen. Und Weihnachten ist und war und wird sein, egal ob du all deine Fenster geputzt hast, ob du alle Geschenke hast, ob du die Weihnachtspost erledigt hast und ob es in den Geschäften vielleicht keinen Lachs mehr gibt. Mit all unseren Einkaufslisten, unseren raffinierten Menüvorschlägen, den liebevoll ausgesuchten Geschenken, mit all unseren Vorbereitungen können wir Weihnachten nicht machen. Weihnachten geschieht. Und das ist vielleicht das allergrößte Geschenk, das uns in diesen Tagen geschenkt wird. Und der, der es uns schenkt, das ist nicht irgendeiner, das ist nicht dein Nachbar von nebenan. Das ist Gott höchstpersönlich. Ohne ihn gäbe es dieses Fest überhaupt nicht. Und dieses Fest ist völlig unabhängig von all unserem Machen und Tun. Keine Bedingungen, keine Vorleistungen, kein Perfektionismus. Gott ist Mensch geworden. Das war und ist und wird. Weihnachten war und ist und wird sein. Gott kommt uns entgegen. Das Fest ist, Gott wird Mensch. Das ist Liebe. Ich begrüße Sie und euch zu unserer Gospelmesse am 4. Advent in Sieg. Bald ist es soweit. Das große Fest ist da. Viele Lichter leuchten in unseren Häusern und auf unseren Straßen. Gott kommt zu uns in unsere Welt, mitten in unser Leben. Spreading good news about Jesus Christ.
Weihnachten und Advent. Jedes Jahr ist das eine ganz besondere Zeit, die uns Menschen verzaubert. Durch Lichter, Sterne, Kerzen, Engel, die ganz besonderen Düfte und die ganz besonderen Lieder. Etwas Spezielles liegt in der Luft. Etwas, das uns alle berührt. Und zwar jenseits allen Denkens und allen Planens. Jenseits aller Bedenken, aller Sorgen und Zweifel. Und das ist gut so. Weihnachten berührt uns tief. Es rührt uns im wahrsten Sinne des Wortes an. Manche von uns lässt diese Berührung singen. Andere beginnen zu basteln oder zu kochen. Wieder andere entdecken, dass auch Ruhepausen ein großes Geschenk sind und uns gut tun. Natürlich gibt es auch die andere Seite von Weihnachten, die uns ins Rotieren bringt, die uns den Atem nimmt, weil wir denken, alles muss perfekt sein,
alles hängt an uns und unserer Verantwortung für die Vorbereitung auf das große Fest. Und ja, es ist ein großes Fest, das da vor uns liegt. Einzigartig ist es und auch das ist spürbar. Darum soll es perfekt sein. Darum geben wir uns alle Mühe und darum verlieren wir oft auch unser inneres Gefühl. Dabei ist doch längst alles da, längst ist alles perfekt. Gott kommt in dem kleinen Kind Jesus in unsere Welt, die eben nicht perfekt ist, die dunkle Tage hat und in der nicht alles leicht und einfach ist. Gott kommt, weil er es will. Er will die Nähe zu uns, zu jedem und jeder von uns. Und es ist egal, wie gut oder schlecht oder gar nicht vorbereitet wir sind auf dieses Fest. Gott kommt. Und so möchte ich uns diesen Dezemberwunsch von Tina Wilms mitgeben auf unseren Weg hin nach Weihnachten. Ich wünsche dir einen, der dich aufhält, wenn du in den adventlichen Laufschritt fällst. Er stelle sich dir in den Weg freundlich, aber bestimmt, sodass du innehalten und zu Atem kommen kannst. Ich wünsche dir einen, der den Ton leise dreht, wenn es um dich und in dir lärmt und brummt. Er öffne dein Ohr, damit du unter all den Geräuschen die Stimme des Engels vernimmst, der von Freude singt. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know? Heaven's perfect lamb, that sleeping child you're holding is the great I am. Mary, did you know? Thank you.
Es ist keine Utopie. Du hast richtig gehört. Der Heiland ist geboren. Ehre sei Gott in der Höhe, den Menschen Frieden. Es ist kein Traum. Du hast richtig gesehen. Licht im Dunkel. Ehre sei Gott in der Höhe, den Menschen Frieden. Es ist Wirklichkeit. Gott ist da. Unter uns, in dir. Die Engel sind Zeugen, die Hirten sind Zeugen und du auch. Gott, lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. Gott, schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf Weihnachten und auf die frohe Botschaft einlassen kannst. Gott, nehme dir Sorgen und Angst und schenke dir neue Hoffnung. Gott, bereite dir einen Raum, den du brauchst und wo du sein kannst, so wie du bist. Gott, schenke dir die Fähigkeit zum Staunen über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. Gott, gebe dir Entschlossenheit, Fantasie und Mut, damit du auch für andere Menschen Weihnachten bereiten kannst. Gott, bleibe bei dir mit dem Licht der heiligen Nacht, wenn dunkle Tage kommen. Und so segne und behüte dich Gott mit seinem Frieden. Amen.